12 Kilometer, 13 Hindernisse und 1000 Treppenstufen. Das ist der Man's Health Urbanathlon in Hamburg. Einfach nur schnell laufen reicht bei den Rennen nicht aus. Denn Hindernisse wie die Halfpipe brachten auch die schnellsten und stärksten Athleten an ihre Grenzen. Bei der vierten Ausgabe des Man's Health Urbanathlon traten 4500 Teilnehmer an. Viele waren von der Kulisse am Hamburger Hafen begeistert. Es ist einfach nicht nur durch die Stadt laufen, einfach nicht nur ein Halbmarathon, sondern dass du die Hindernisse hast und ein bisschen klettern musst und dabei die Stadt siehst. Bei dem Rennen ging es nicht nur um Top-Leistungen. Für die meisten stand der Spaß am Sport im Vordergrund. Den hatte sich auch die Techniker Krankenkasse auf ihre Fahnen geschrieben. Im Rahmen ihrer Aktion "Wer sich bewegt, gewinnt" konnten Mutige an der TK-Kletterwand ihre Fitness testen und wurden so zum Sport motiviert. Wie man am besten den inneren Schweinehund überwindet und sich regelmäßig bewegt, wissen auch die Urban Athleten. Einfach machen, egal wie das Wetter ist. Man muss sich überlegen, ob man morgens oder abends Sport machen will. Einfach 3 Termine pro Woche setzen und das kann jeder. Ich habe auch recht viel Arbeitszeit manchmal. Es gibt keine Ausreden. Man kann morgens laufen gehen, man kann abends laufen gehen und man kann mindestens 2 Tage am Wochenende Sport machen. Und das würde ich jedem ans Herz legen, weil es macht Spaß. Es ist ein super Ausgleich zum restlichen Leben. Den Urbanathlon gewann wie im Vorjahr übrigens Florian Reichert aus Göttingen. Der Lehrer benötigte für die 12 Kilometer 48 Minuten und 44 Sekunden. Für die Konkurrenten dürfte das Motivation genug für das nächste Jahr sein.